Hey Leute, hier ist Aldemar mit Warhammer 3 Total War. Wir sind die Oma-Königreiche. Und weiter geht's. So, wir gehen jetzt ins Reich von Nurgle. Und lass uns überraschen. Nein, nicht. Nein. Nicht das Lager. Solchen Herrscher. Los geht's. Das Reich des Chaos. Ein Ort ohne Bande. Die Grenzen der sterblichen Dimensionen haben keinerlei Bedeutung hier. Es zählen nur die Launen der dunklen Götter. Doch es gibt einige Regionen, Alter, in denen keine der Mächte der Verderbnis vorherrscht. Dazu gehört auch die Schmiede der Seelen, wo Bellacor lauert und Ursun verendet. Bis wir jedoch die Seelen von vier Dämonenprinzen haben, bleibt dieser Ort unerreichbar. Wer ist ihn auf? Ich würde gerne wissen, was dann passiert. Das Land des Seuchenherrschers. Gebt in dieser verfaulten Domäne Acht, wohin ihr tretet. Nurgles Reich ist ein Garten aufgedunsener Flora und Fauna, die danach lechzen, ihre virulenten Sporen zu verbreiten. Und in seinem Zentrum wartet das Herrenhaus des Seuchenherrschers, jenes gewaltige, verfallende Bauwerk, in dem Nurgle persönlich an seinen größten Krankheiten braut. Seine Tore werden vom Gärtner bewacht, Nurgles bevorzugtem Dämonenprinz. Vernichtet ihn und reißt seine Seele an euch. Alter, ist das abgefahren hier. Oh Gott. Setzt in der Regel eine solchen aus, damit ich Armeen greift, sind ganz schnell Kräfte Verschleiß erleiden. Ja klar, ihr müsst eure Stellung wahren. Euer Zeit hier ist klug einsetzt. Okay, wir haben wirklich nicht viel Zeit. Ein Bummel durch Gärten halt in verschiedenen Orten bis zum vorigen Reich. Ausschau, Immunität und anderen Gaben, denn Nurgle ist ein großzügiger Gott. Dem Herrenhaus näher könnt ihr, müsst ihr in einem Bereich Gartens solchen Gottes das Geschenk der Immunität erhalten. Ungebetene Gäste, ihr seid nicht willkommen. Abscheuliche Dämonenheere des Nurgle werden durch euch suchen, also wappnet euch. Okay. Also. Können wir hier kein Lager... Ach, guck mal, jetzt kann ich schon gar nichts machen. Kann ich ein Lager aufstellen? Ich kann jetzt gar nichts machen. Jetzt muss ich eine Runde warten, ne? Das lassen wir alles so stehen. Schatzkammerbelohnung durch Verträge. 10. Das brauchen wir gar nicht. Heldenkapazität. So, wir machen mal hier weiter. Angriffsbonus Kavallerie haben wir noch nicht. Wachstum 20 Feindlich-Territorien. Oder ich hätte mich bewegen können, ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein Lager bauen. Nee. Wir machen jetzt keinen Kriegsbeitritt. Ich bin im Reich des Nurgle. Hallo? Hallo? Das ist wie in die Hölle abzusteigen und mal ein bisschen zu kämpfen. Reich des Hexers betreten. Oh, einer ist in, oh ne, die Legion des Chaos ist... Hier, warte mal. Einer ist dahin gegangen. Okay, Lumpenbanner. Aber das habe ich doch schon. Ah, ich hab, ja, jetzt habe ich das Lumpenbanner. Okay, so, warte mal. Krobat, weitergehen. Krobold. Nahkampfangriff erhöhen wir direkt mal. Oder wir machen... Ne, wir machen Nahkampfangriff, bis das reicht. So, dann machen wir noch einen so... Ne, warte mal. Ja. Noch zwei Ogre. So, ich brauche mein Dingens. So. Wir können erstmal die erste Armee angreifen. Und dann das Lager bauen. Oder wir bauen das Lager jetzt hier hin. Das geht gar nicht.
glaube, die Bewegungsreichweite wäre hier sehr nützlich. Die Winde der Magie heulen und toben. Die nahende Schlacht wird von ihrem Zorn bestimmt werden. Scheiße. Oh Mann, übel. Ach, ich brauche das Lumpenbanner noch. Scheiße. Egal, machen wir nach danach. Oh, so, es wird spannend. Alter, ich habe wirklich noch nicht so viel Spaß gehabt in der Warhammer Total War Kampagne. Ist das geil? Also bestimmt. Also das toppt alles. Es toppt es. Oh, cool. Aber ich bin immer noch auf die Immortal Kampagne gespannt. Das wird der Knaller. Oh Mann, ey. Ich glaube, das wird der beste Warhammer Teil. Aber auch erst, wenn die Kampagne da ist und sie funktioniert, ne? Ich bin zu sehr am Hypen. Guck mal, wie hübsch. Essenz des Feuers. Leeren. Ich habe plus 25%. War das ein Geschenk? Da sind sie, die Cheerleader. Kennt ihr ja schon. Alter, guck mal, drei von denen. Scheiße. Jo, wir gehen einfach durch. Wir machen das in der einen Schlacht. Wir lassen die kämpfen. Tracker, Trapper, Killer. Reserve. Zentrum. Dahinter. Egal, machen wir so. Greetings, Goldtooth. Work up an appetite, boys. Wir haben keine Fernkämpfer. Guck mal hier. Sind sie nicht hübsch? Solchen Kröten, solchen alles. Okay. Scheiße, ich habe keine Fernkämpfer. Das wäre jetzt natürlich super. Na gut. Ich würde sagen, einfach los. Wir müssen nochmal so vorgehen. Scheiße, sind die nicht in der Gruppe drin? Ne, sind sie gar nicht. Okay. Slow-mo. Den Anführer, der eine wirft aber nur. Der geht auf den. Alter, die Musik. Ich sehe hier gar nichts. Wir kämpfen im Schatten des Berges. Auf die Kröten. Wölfe durch. Säbelzähne, Entschuldigung. Da, die sind schon drin. Okay, los geht's. Alter, guck mal, wir kämpfen in diesen Seuchenbäumen. Da sieht man gar nichts. Weg mit den Kröten. Boah, ist das ekelhaft. Ich muss gucken, dass hier alles funktioniert. Ja, weg mit denen. Ah, da verdienen schon ein paar Truppen was. Ja, sehr schön. Oh, guck mal, die sind... Ach, die sind noch gar nicht. Komm, geh da rüber jetzt. Denn diese drei Schnecken, ne? Da müssen wir doch noch drauf. Aha, jetzt geh da rüber.
Okay, das haben wir schon mal geschafft. Leere des Lichts. Was ist hier unten los? Ach, das dreht sich immer. Ja, das Chaos. Das macht alles Mögliche. Okay, wir haben gewonnen. Die Armee ist ausgelöscht. Okay. Oh Mann. Wie fülle ich denn jetzt meine Truppen auf? Ach, guck mal, wir sind noch ziemlich voll. Aber trotzdem. Mörslich Schimmelmilz. Ihh. Die Schimmelmilz. Okay. Was ist denn jetzt los? Nochmal? Und was ist das? Das ist nochmal die gleiche Armee. Habe ich irgendwas verkackt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Es ist aber... Willkommen im Land des Chaos. I'm a bit confused. Aber nur ein wenig. Krass. Das sind aber... Nee, das sind mehr Verluste. Also das müsste jetzt noch eine Schlacht sein. Alter, das ist Chaoswelt. Das ist nicht neu. Alter, sowas ist nicht neu. Wir sind in einem dauerhaften Krieg gefangen. Ich meine, was gibt's Besseres? Für Orks wäre das hier ein Schlafenland. Los geht's. So, da kommen wieder die Kröten direkt. Warte mal. Da drauf. Jetzt machen wir es mehr so. Direkte Konfrontation. Gut, der geht auch erstmal drauf. Den da. Und die eine Schnecke ist schon tot. Okay, es läuft. Kataklysmischer Zauber, Kataklysmus, Marsturm. Das
Können wir leider nicht machen. Wir lassen jetzt mal. Wir warten, bis es vorbei ist. So, er ist tot. Ja, das Licht schnell. Nee, nee, warte mal. Soll ich noch irgendwas anderes machen? Vielleicht habe ich mir dann die Entseuchung verdient. Guck mal, er stirbt nicht. Ah. Ich habe erneut spielen gedrückt. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf erneut spielen gedrückt. Ach so. Das erklärt einiges. Entschuldigung. Oh Gott. Willkommen beim Almanhandel IQ-Fernsehen von 1 Million. Und ihr bestimmt so, du Idiot, hast auf erneut spielen gedrückt. Oh, und dann bestimmt alle das Video ausgemacht. Aber ich meine, ihr wollt ja sowieso Schlachten sehen. Aber nein, wir waren doch auch hier in dem Screen. Wir haben Mörsli Schimmelmilz gelesen. Oder ach, was auch immer. Mate. Feuerresistenz 65. Jetzt haben wir noch den da. Ach so, wir müssen dahin, oder? Fahrt zur sämtlichen Insel. Bewegt euch im Kommandanten hierher und erhaltet ein Geschenk des Seuchenvaters. Ah. Wir können aber auch noch die Armee platt machen. Oder vielleicht sollten wir doch erst dahin. Guck mal, hilft mir das? Oh ja! Okay, das ist gut. Wir gehen noch bis... Wir machen die andere Armee auch noch platt, oder? Nee, egal, wir... Wir machen mal gerade den hier. Wachstum stimulieren. Wachstum. Mobilität. Aktionsbewegungsreichweite zusätzlich um 5. Und jetzt mal das mit den Lebenspunkten hoch. Overtyrant. Greases Gout. Knoblas Rüstung hochmachen. Looks valuable, heavy. Wow, meine Cola. Boah, meine Beine umgeworfen. Warte mal, wo bin ich denn? Da unten? Nee, auch das ist okay. Set ist in Ordnung. Oh oh. Wo sind sie hin? Okay, Eishof ist drin. Ach, guck mal, wir haben einen Typen bekommen. Ein Fleischer. Okay, den könnte ich aber gerne in meine andere Armee reintun. Aber jetzt erstmal Krobat. Da ist schon irgendwas. Ja, mir sollte ja eigentlich reichen, ne? Wir werden sehen. Komm, wir rennen mal eine Runde. Ich denke mal, die werden ja nichts machen. Das habe ich nicht gesehen. Sorry, ich war... die septische Insel. Hütet euch davor, den Fuß auf diese Insel zu setzen, den Puppen ausgesetzt zu werden. Ich meine, wer will denn hier schon drauf? Guck mal. Guck mal hier. Der ist auch geil, ne? Guck mal hier. Alter, ich liebe das Chaos. Das ist so lustig, ey. Guck mal, jetzt können wir hier das Lager aufwerten sogar. Meine Güte. Das brauchen wir jetzt nicht, sondern... Mann! Ist nur das? Ah ne, guck hier. Und zwar haben wir hier die Vielfraße. Da haben wir die, da haben wir die Reiter. Aber ich hab das doch... Ich muss das scheiß Reiterlager mal bauen. Ah ne, jetzt brauchen wir Stufe 2, ne?
Nee, das gibt's ja auch nicht. Das gibt's nur im Lager. Das ist krass. Garnison wollten wir da reinsetzen, ne? Achso, Jauchegraben, das ist Defensivvorräte für... Das sind Knobbler. Und das macht sogar noch Wachstum. Aber das ist dann quasi... Okay, machen wir lieber... obwohl, hier haben wir auch noch was gegen Verseuchung. Ich glaube, wir machen lieber sowas rein, tatsächlich. Sorry, aber das ist jetzt, glaube ich, echt wichtiger. On the post. '91 wieder. Was ist denn jetzt los? Da haben sich ein paar neue Fraktionen gebildet. Oh, oh. Wie sind die jetzt da durchgekommen? Ach, das sind die Ogre. Never mind. Stimmt, die können ja einfach da durch. Egal welches Portal. Aber ich glaube, das bedeutet, dass da Zench durchkommt. Oder Zeech. Oh. Wer ist da reingegangen? Achso, Slanisch. Was macht nochmal die... Achso, und das macht... Passive Fähigkeit... Zauberresistenz. Minus 20%. Naja. Lumpenbanner, Führerschaft plus 4. Aber die sind alle sowieso schon ziemlich plus Führerschaft. So. Bestimmt ein Kampf oder so. Alle Schächten werden vollständig verstärkt. Die septische Insel. Okay, ich verstehe. Ich habe nur limitiert Zeit. Wir sollten vielleicht die eine Runde jetzt hier hochgehen. Dann gegen den da kämpfen, obwohl wir schon fertig sind. Aber nee, wir müssen nicht gegen den kämpfen. Da ist Guglash der Seuchenvater. Okay. Ne, jetzt bin ich schon vor dem Lappen. Jetzt machen wir den noch platt, oder? Sonst fahre ich ja andersrum. Ach, wir fahren lieber andersrum. Ach, scheiße, habe ich vergessen. Robert, Entschuldigung, pass auf. Wenn er jetzt in der Armee durchkommt, dann beißt mir den Arsch. Ach, guck mal, er greift sogar an. Führersieg, ja, so sieht's aus. Führerschaft. Gib mir mal, keine Ahnung, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Na, der Führersieg ist ja, der Sieg, der einem nichts bringt. Du hast gewonnen, aber deine Armee existiert auch nicht mehr. So ungefähr. Der Führersieg. Weißt du, wenn die Moral deiner Armee so hoch ist, oder dass der Sieg immer so nah ist, dass wirklich alle bleiben bis zum Ende. Es ist gar nicht so gut zu haben, eine Armee, die erbittert kämpft bis zum letzten Mann, weil wenn du dann verloren hast, hast du halt nichts mehr. Während andere Armeen dann fliehen und sich neu formieren irgendwo. Es ist ekelhaft hier. Also auf dieses orangene Einfärben könnte ich verzichten. Boah, es ist ekelhaft hier. So, okay, ich wiederhole mich. Wir machen den so kaputt wie vorhin. The Ultimate Hunter. Den Rest lasse ich einfach so stehen und los geht's. I'll do it myself. Viel flanken kann ich hier nicht. Guck mal, Nörgel. Brot. Die finde ich so cool, ne? Ich weiß auch nicht, die fallen mir irgendwie, die Nörgel. Soldaten, die Standardsoldaten. Nicht die hier. Das ist ein Fluss. Oh, es geht schon los. Kurz Pause. Sekunde. So.
Das war's, ne? Los geht's. Ach, guck mal, die Flieger. Ja, die finde ich so cool. Oh, jetzt ist schon was härter hier irgendwie. Los, mach sie fertig! When do we eat? Ogre Hunter! Oh, da müssen wir mal. Nee. Der da. Und du hier. The quarry is mine. Hunt them down. Serve the ogres. Oh yes. Hey, guck mal, dieser Wald hier. Oh, Nackerfaktor plus 25. Aber die haben das doch auch, ne? Okay, das haben wir geschafft. Noblas! Ja, die Leichen von denen bleiben ja nicht liegen, die verschwinden meistens, die Chaoslappen. Von denen bleibt immer nur die Hälfte liegen. Oder kommt auch von welche Einheiten. Finde ich aber schade. Nicht nochmal erneut spielen. Warum überhaupt erneut spielen da steht? Das gab's vorher auch nicht. Ach, da guck. Knoblas. Die Verstoßenen des Nörgel. Ah. Bollenpestschwarm. Festimus Glottal. Glottal. Wir verstärken. Oder wir machen Fleisch. Machen wir erstmal Fleisch vielleicht. Guck mal, die eine Armee ist auch schon wieder da. Wir dürfen da nicht kämpfen. Die ist schon wieder gespawnt. Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Dumme Idee jetzt, die zweite Armee da auch noch zu bekämpfen. Aber ich dachte, wenn da schon nichts mehr steht. Aber die spawnen immer wieder. Klar, es kommen ja auch andere Fraktionen rein, die da kämpfen wollen. Grantig, Speckus Goldzahn. Alarm im Bus mehr als sonst. Vielleicht passt ein großer Schlund was nicht. Wir müssen ja freispringen. Oder vielleicht hat eine Stamm einfach eine zu lange nichts mehr zu essen. Ein herzhafter Bruch. Nein, wir müssen dem Schlund spenden. Das ist wichtig. Croesus looks after his boys. Guck mal hier. Ist der Außenposten. Cool.
So, jetzt Krobat. Wir schließen. Da müssen wir nicht auch kämpfen. Naja, Fürstig, das machen wir mal gerade. Aber es ist ein Nörgellappen. Ja. Golden sind Nörgel und dann ist da oben der Portal, wenn ich den schließen will, ist dann Zensch. Wir lassen ihn aber auf. Ich glaube, wenn er geschlossen wird, haben wir ein Problem. Was ist, wenn einer das Portal hinter einem schließt? Kommt man bestimmt durch irgendein anderes Portal irgendwo raus. Und los geht's. Aber wollen wir einfach starten. Die paar Gegner, was sollen die denn schon machen? Ich glaube, einen Helden haben sie auch nicht. Guck mal, grün auf weiß, das sieht natürlich super aus. Kann man super erkennen hier. Alter, guck mal. Das ist noch so ein altes Reittier von den Riesen. Doch, da ist er. Wunderschön. Da sind sie, die beiden Anführer. Guck mal. Endlich mal Magie. Ach, der auch. Haut den bloß um. Endlich darf Krobat mal kämpfen. Auf sich selbst, genau, und drauf. Wie groß der ist. Guck mal, da sitzt so ein Typ auf seiner Schulter. Er stirbt und das war's. Erneut spielen, oh Mann, ey. Das war wieder eine Krönung meiner Peinlichkeit, oder? Der peinliche Oldemar tritt ein. Peinlich mal, jetzt zum Einsatz. Der Großartige. Der einzig Wahre. So, Krobatli. Ich glaube, den Krobat müssen wir umbenennen. Den nennen wir jetzt mal irgendwie, kann den doch umbenennen. Warte mal, das ging ohne. Da. So, das ist jetzt, Gott Walter, der Schreckliche. So, viel besser. Ich habe das nie gemacht, ich weiß auch nicht warum. Da wollen wir das mit den Raben noch mal ein bisschen boosten. Das mag ich nämlich sehr gerne. So Massenschaden an Einheiten finde ich immer cool. Knabberknoblas. Änderung der Energie, der Winde der Magie bei 5%.
Das sind halt zwei Magier. Den einen müssen wir nach oben tun. Weil jetzt ist halt blöd. So, jetzt machen wir aber mal hier Speckos retten. So, die Armee ist weg und wir gehen weiter. Wir machen erstmal einmal Full Speed. Don't you dare rest. Und zwar am besten hier hoch oder hier ist kürzer. Und dann machen wir ein Lager auf. Resten uns ein bisschen. Ich habe jetzt schon zu viel Zeit verloren. Eigentlich. Gracious, the shockingly obese. Das ist schon mal gut. Ne, das bleibt. Und dann haben wir noch den Furter. Der macht... Komm, wir gehen jetzt mal auf Feines Jäger. Dann haben wir das nächste nämlich durch. Also immerhin haben wir das Portal geschlossen. Wir haben jetzt noch eins. Also es kommt keiner hier ins... guck mal, der hat nicht volle Energie. Und ist irgendwie auf... Ist irgendwie auf Dingens... Spritzschimmel heißt der. Guck mal, jetzt können wir nämlich uns mal kurz ein bisschen auffrischen. Obwohl wir nach der Schlacht auch wieder frischer sein würden. Aber trotzdem... Dann haben wir noch 10 Runden. Wir machen uns frisch. Dann greifen wir an. Dann ist da ein Portal, wo wir vielleicht irgendwas machen müssen. Oder wir kommen dadurch wieder raus. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Sagen wir mal 3 Runden. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay. Könnte hinkommen. The Overtyrant. Tyrant of the Tribe. Dann müssen wir jetzt mit, also mal der Lappen hier will. Hargott Krähenbruder. Ist das einer von Kislev? Warte mal, wer ist das? Okkultist des Nurgle. Ja, ich meine, wenn man so Beulen hätte, würde ich auch zu Nurgle beten. Erforscht folgende Technologie, Stammesversammlung. Alter, oh guck mal, das geht aber weit. Wo ist denn Stammesversammlung? Hä? Ach, wir werden es irgendwann raus. Ich mache erstmal die ganzen ersten. Also wenn wir uns voll geheilt haben, dann gehen wir auch voll marschieren. Wir haben noch 20%. Da sollten wir eigentlich gut Zeit rausholen. Bullhammerhand. Wir haben ja keinen großen Krieg. Das heißt also, unsere Armee ist nicht irgendwie lost. Extremus Lostus. Oh, scheiße, ich muss... Scheiße, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Obwohl, es geht. Quatsch, es geht. Aber trotzdem muss ich jetzt mal aufhören. So, Konföderation. Nee, Quatsch, ist schon länger. Konföderation, jetzt geht's los. Was passiert? Jetzt irgendwas verkackt? Euer Körper schwillt an, besonders der Bauch, aber auch eure Gliedmaßen und in eurem Gesicht sind betroffen. Verbracht ihr zu lange Zeit im Seuchenherrscher? Minus 30% Geschwindigkeit, minus 20% Alter, Speckus. Alter, was ist hier los? Die Armee ist weg und hier ist Kugak Seuchenvater. Wir rennen schnell durch. Alter, das dürfen wir jetzt nicht. Der hat den platt gemacht. Oder was auch immer hier passiert ist. Richtig gut. Dann haben wir das auch schon mal. Dann machen wir den Seuchenvater noch weg gleich. Ich glaube, das müssen wir auch. Da, guck mal, hier ist überall Verseuchung. Nur nicht bei uns. Guck mal, hier. Boah. Alter, und da unten auch. Oh, und da müssen wir gucken. Oh, da ist noch einer von Korn. Oder wie auch immer. Gehen, wir bleiben mal hier. Stellung halten, durchhalten. Tyrant of the Tribe. More meat. Oh je, oh je.
Alter, ich muss mal die Folge beenden. Jetzt habe ich schon wieder die Runde beendet. Okay. Na gut, Leute, bis zur nächsten Folge. Es wird spannend. Dann geht's weiter mit Speckos. Ich glaube, wir schaffen das noch. Wir haben auch noch, aber Essen geht runter. Und, oh, das spielt auch gegen uns. Guck mal, dieser Seuchenvaterlappen ist jetzt weg. Also, ich würde dann wahrscheinlich immer so weit gehen. Guck mal, jetzt ist er da oben. Warte mal. Scheiße, jetzt habe ich nicht gesehen. Er ist da hochgegangen. Hier steht's doch. Besucht den großen Baum. Den da. Okay, nee, den müssen wir ja gar nicht hier. Aber das ist doch der Seuchenvater. Ich glaube, der darf hier gar nicht rumlaufen, oder? Wir gehen, okay, dann gehen wir einfach zum großen Baum. Dann gehen wir einfach zum großen Baum. Scheiß drauf. So, also bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Haut rein.